Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Helios TV. Es ist wieder soweit, eine neue Challenge in unserem Let's Play Together Realm Royale. Es ist Sonntag, wir haben was Nettes für euch vorbereitet. Wir wurden ja netterweise darauf hingewiesen, dass die Challenge Airdrops und Goblins nicht ganz so gut gelaufen ist, wie wir uns oder einige Zuschauer sich vorgestellt haben. Wir haben geschmiedet, wir haben jetzt den zweiten Versuch gestartet, wir haben jetzt wirklich nur Airdrops und nur Goblins genommen. Wir haben nichts geschmiedet, schaut es euch einfach an. Und genießt die Runde. Natürlich mit dabei. Oh, jetzt habe ich den Kodiak vergessen. Oh, Kodiak ist natürlich auch dabei. Hallo, Kodiak. Ja, ich bin auch mit dabei und genießen ist so eine Sache. Ja, seht selber, es ist relativ schwierig gewesen, da ein relativ spannendes Gameplay zu bieten. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Und ab. Was? Wo? Wann? Ey, klar, ich bin Kreuzung abgesprungen. Ja, ja. Ach, scheiße, das ist ja dumm. Es ist ja dumm! Oh, da muss ich erstmal abdrehen. Wohin gehst du? Nach, Ja, ich würde erstmal wieder unten ins Dorf reingehen. Gucken, ob wir da vielleicht irgendwie noch einen kleinen Bot abfarmen können. Welchen kleines hat der mit dem Daddy? Pow! Und dann wieder Augen offen im Straßenverkehr. Wir brauchen die Kiste. Ja gut, wir brauchen an sich auch keine Splitter aufnehmen, ne? Stimmt. Aber man muss ja irgendwas zu tun haben. Ja. Ja gut, hast eigentlich recht. Komm, scheiß drauf. Rein jetzt erstmal einfach stumpf durch die Gegend. Ja, Hintergrund dieser zweiten Challenge ist ja, dass uns, ich sag jetzt mal, vorgeworfen wurde, dass wir die nicht korrekt ausgeführt haben. Und Sascha hatte damit natürlich recht. Naja, vorgeworfen wenn wir nicht, sagen, er hatte uns einfach nur nein. empfohlen, dass es falsch rüberkommt, genau. So wie es wir. Genau, also grundsätzlich, wir haben halt gesagt, nur Goblins, nur Kisten. Und wir waren halt trotzdem craften. Normalerweise bei den meisten Challenges machen wir halt auch noch so eine kleine Einschränkung, dass wir halt in dem Ball noch craften können, weil jetzt zum Beispiel haben wir halt auch wieder das Problem, dass natürlich der Anfang einfach extrem langweilig ist, weil wir nicht viel machen können. Klar, wir können mit dem Messer irgendwo reingehen. 240. Also ist ein ganzes Stück, aber wahrscheinlich bis Jaguar-Clown laufen. Da kannst du von ausgehen. Das Problem ist halt einfach, dass der Start dadurch natürlich extrem langweilig wird, weil wir halt einfach immer erstmal durch die Gegend rennen müssen, bis wir die erste Kiste haben, bevor wir überhaupt irgendwas machen können. Ja, man kann jetzt ein bisschen mit dem Messer rumspielen, aber ich denke nicht, dass das unbedingt von Erfolg gekrönt ist. Wobei wir auch uns mit Sicherheit auch irgendwann mal der Challenge stellen werden, Messer only. Natürlich auch sehr interessant. Ist sie gedroppt? Ja. Ja, okay. Ja, ja, gut. Arsch der Welt, war ja klar. Am ADW. Links hinter uns 105 ein Gegner. Aber der müsste der Bot gewesen sein, der da immer so komisch am... Standard... Ich hab dein Licht hier anzumachen. Standard Buggy Bot. Oh, hier ist auch ein Gegner. Ja, dann komm doch mal raus aus dem Dorf. Bist du auch ein bisschen. Wie soll man sagen? Ja, jetzt kriegst du nämlich schon auf die Fresse, ne? Ja, der hat mir richtig auf die Fresse mit dem Impuls. Eieiei. Der drückt mal so richtig Damage hier. Ja, der Schweif meines Pferdes ist jetzt schon wieder 2 cm kürzer. Oh shit. Aber ich hab Glück gehabt. Puh. Das ist aber nice, du. Puh, du. So, wir sind gleich bei der Kiste und dann geht's auch schon los. Ich hoffe mal, dass die jetzt nicht vor unseren Augen noch gelootet wird. Das wäre natürlich super nervig. Und vor allem ärgerlich. Witzig wäre auch, wenn da jetzt einfach nur so ein Nate-Launcher drin ist. Ja gut, Nate-Launcher ist Nate-Launcher. Ja. Kann Crap. Man auch mit Crap. Action machen. Ja. Na gut. Du vielleicht zu deiner guten alten Ingenieurzeit. Ja, ne? er ist halt nicht mehr so stark wie früher. Der war halt eigentlich tatsächlich nur in Verbindung mit dem Sprung vom Ingi wirklich stark. Jetzt mittlerweile ist der so okay. Aber er macht halt nach wie vor guten Damage. Also wenn man damit trifft, tut es halt nach wie vor weh. Wir sind auf jeden Fall Leute looten gewesen. Hier war schon mehr so eine Kiste, die sich vor meinen Augen wieder geschlossen hat. Das ist ein Anzeichen dafür, dass die... Ja, ich glaube, das heißt, die wurden schon gelootet und die Anzeige ist halt einfach noch falsch. Ah, läuft bei uns. Eine Waffe, nice. Ja, ich nehme mal den Schild mit. Kann ich mich wenigstens verteidigen. Boah, so, jetzt können wir auch Goblins jagen. Ja gut, die nächste Kiste war Eisbresche. Die kriegen wir natürlich nicht mehr. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier hoch. Ja, ich kann hier jetzt zumindest ein Schild stellen, sobald die Gegner kommen. Dann kannst du dich dahinter verstecken. Oh, ich hasse diese neuen Berge. Ah, früher konntest du überall schön hochreiten. War so entspannt. Aber nein. Leider nein, leider gar nicht. Leider nein, überhaupt gar nicht.
Gegner hier drin. The fog sets in. Das ist doch mal ein Zusammenspiel, liebe Leute. Habt ihr das gesehen? Ja, so der Floschi wirft die Axt, der Kodiak schmeißt den Schild. Dann wollen wir mal hier oben gucken, ob irgendwie was kommt. Da ist eine Flugmoppe Richtung 150. Sonst sehe ich nirgendwo eins. Mal hin, oder? Ah, wir haben ja zur Zeit sowieso. Ja, wir haben aber nichts anderes zu tun, leider. Nö, alles gut. Ja. Alles, ja, das ist halt das Problem einfach an so einer Challenge. Man ist halt extrem darauf angewiesen, dass die Kisten zumindest halbwegs günstig kommen. Ist jetzt bei uns mal absolut überhaupt gar nicht der Fall. Ja, okay. Boah, das war knapp. Wie sieht das denn eigentlich aus mit Drinks? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also gar nichts aufnehmen ist halt schwierig. Also die Pots, die würde ich eigentlich, zumal die ja auch ein Auto-Loot-System haben und nicht so sehr, du musst jetzt aktiv looten. Ja, Pots würde ich auch sagen, sie sind ja eh. Also spätestens im Final ohne Pots sehe ich da relativ schwarz. Also das Ding ist halt heutzutage bei diesen Challenges, ist es ja relativ simpel weit zu kommen, weil der Großteil der Spielerschaft ist halt nun mal sowieso Bot und mit denen wird man in der Regel ganz gut fertig oder kann die auch sehr gut umlaufen, wenn es jetzt gerade mal überhaupt gar nicht passt. Das Finale ist aber grundsätzlich immer gegen menschliche Spieler und egal wann du spielst, da hast du halt immer ein paar Leute dabei, die durchaus befähigt sind, dieses Spiel vernünftig zu spielen. Von daher, ja. Ja, schauen wir mal. Pots, würde ich mal sagen. Pets. We need some pets. War natürlich auch ein Witz, dass da jetzt gerade nur eine Waffe drin war. Das ist schon wieder so schlecht. Ja, Hi-Res hört uns halt zu, wie du schon gesagt hast. Ja, auf jeden Fall. Die Schweinehunde. Die sind in unserem Chat. Boah, das ist so weit, ey. Keine weitere Kiste gesehen. Komm auch irgendwie gerade relativ selten runter. Oh, oh. Ja, hier ist ein Mage von mir, ist aber auch ein Bot. Komm, lass den mal umreiten. Bringt ja jetzt nichts, wenn du da alleine gegen den kämpfst. So wie der sich bewegt hat, war das auf jeden Fall ein Bot. Bestimmt die Bot-Challenge. Halte dich als, halte dich wie ein Bot. Ja. Oh. Wo bin ich? Geht's hier rein? Hallo? Ja, wir haben noch Glück, Kiste noch nicht gelootet. Das sieht ganz gut aus. Jetzt pass I auf. Need a fucking weapon. Jetzt kommt ein Schwert. Ja, gut. Dann wird's halt eine interessante Challenge. Oh ja, nice. What is it? Gegner? Ja, im Haus hier? Oben im Haus. Mal rein. Schau mal eben. Okidoh. Enemy down. Hier ist noch die Barricade, falls du die haben möchtest. Nee. Dann lass mal ein paar Gegner suchen. Ich habe jetzt das SMG. Das LMG, sorry. Sollen wir nochmal Richtung Kiste? Wir müssen eh Richtung Zone. Also ich habe Kiste wieder markiert im. Ja, können wir machen. Ich glaube nicht, dass wir die bekommen werden. Zwei Minuten. Wird tricky. Aber wir müssen eh in die Richtung. Naja. Wo sind unsere lieben Gegner? Jetzt können wir endlich kämpfen. War ein sehr interessantes System hier, meine graue Rolle. Aber immerhin ein epischer Sprengpfeil. Sniper als Hunter, ist natürlich auch immer gut. Ja, vor allem wenn du ein Assa dabei hast, ne? Um es mit den Worten vieler YouTuber zu sagen, schmeckt. Schmeckt, Schwester, schmeckt. Ich würde sagen, wir bleiben bei Küsschen aufs Nüsschen, das ist gut. Ja, und Schwester. Schwester und Küsschen aufs Nüsschen. Grüße gehen raus, ist Schwester. Küsschen aufs Nüsschen. Das Lustige ist, das ist, glaube ich, jetzt dann das erste Mal, dass ich mit einem LMG spiele. Goblin links von uns, zu sehen. Ja. Ist wahrscheinlich hier oben drauf. Ja, ist oben drauf. Noch ein Goblin. Die sind so scheiße schnell, die Bastarde, ey.
Oh, da würde ich mir schon mal die Armbrust nehmen. Nimm die Rune. Ich denke mal, die Kiste bekommen wir nicht mehr. Hier ist aber noch ein Goblin gewesen. Ich habe hier gerade noch irgendwo einen Goblin gehört, auf jeden Fall. Ja, hier oben auch, meine ich. Ja, hier irgendwo. Ja, ich komm. Ja, die Zone kommt jetzt natürlich nicht. Ja, komm, dann lauf. Ja, wir können ihn höchstens vor uns hertreiben, aber... Ja, hier ist er. Versucht ihn mal in die richtige Richtung zu treiben. Rune Reitertempo. Ja. Oh ja. Oh ja. Das läuft ja schon wieder wie geschnitten Brot hier. So, dann wollen wir mal ins Finale gehen und mal gucken, dass wir mal den einen oder so eine Kiste direkt raus. Ja. Alla. Läuft jetzt aber gerade mal richtig hier bei uns. Ja, jetzt gerade haben wir sogar die richtigen Waffen bekommen, wa? Ja, also mit der Armbrust bin ich zufrieden. Was ist deine Säule mal weg? Muchas gracias, señor. Señorita. Señora Aper. Oh, it's an epic! Willst du die Rune nicht haben? Ich hab eh keine Pots. Oh, stimmt auch wieder. Boah, das Finale wird lustig, ey. Das wird lustig. Ohne Pots? Ich sehe da ein bisschen schwarz. Da sollten wir auf jeden Fall sehr, sehr taktisch spielen. Ja. Sonst gibt's auch eine Kauleiste, du. Sonst gibt's auch eine Kauleiste. Man muss halt ganz klar sagen, die Attraktivität einer solchen Challenge ist halt relativ beschränkt, weil du kannst halt nicht allzu viel machen. Ja. Also ich will mich nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke mal, also wir sind ja sowieso schon zwei Spieler, die eigentlich den Großteil ihrer Siege über die Taktik holen und nicht so sehr über jetzt das brutal geile Gameplay. Und ich bin mir da aber relativ sicher, dass auch sehr, 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 sehr gute Ausnahmespieler ohne Pots nicht besonders weit kommen, wenn sie aktiv kämpfen. Würde ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen. Ich sehe hier gar nichts. Gar nichts sehe ich hier. Oben auf den Hügel rauf. Ein bisschen Ausguck machen, du. Dude. Wie viel haben wir denn noch? 9 Gegner haben wir noch. Da kommen wir erstmal in die Zone rein. Immer dieses Wunderplümsen, du. Ja, yeah, places to go. Scheiße. Ja, places to go. Ich denke mal, in der Schmiede wird wahrscheinlich noch was sein. Oder vor der Schmiede. Kann ich mir durchaus vorstellen. Wobei wir jetzt hier auch einen relativ guten Platz haben. Ja, auf der Schmiede, hinter der Schmiede. Ja, gerade gesehen, gerade oben. Ne? Ja, leicht daneben geschossen. Also auf jeden Fall jetzt hinterm Haus, ich weiß mal nicht wo. Ich gehe mal rüber auf den nächsten Hügel. Ich will ein bisschen aufpassen, dass hier jetzt nichts von der Seite kommt. Ja, ich würde mal sagen, bleib mal da. Ich glaube, die müssen jetzt eh in die Zone kommen. Ja. Ah, die kommen auf dich zugeritten. Durch die Stadt, ja. Ja, nice. Auch ein Hit. Ja. Kann aktuell noch nicht wirken. Hinter am Stein. Huhn. Ich glaube, das ist ein Bot. Hast du ihn? Ah, der zweite, ne? Der zweite hast du. Ja, das ist ein Bot. Ich habe ihn getroffen, der kommt jetzt gleich zu dir. Ja, das waren, glaube ich, zwei Bots im Clinch miteinander. Oh, yes. Ich glaube, ich habe Schüsse gesehen aus Richtung 105. Ja, unter mir Gegner. Ach, fick you. Treffer, Huhn, ist auch ein Bot. Was ist denn hier los? Das Grand Finale der Bots. Zone kommt.
Okay, oben auf dem Hügel 165, habe ich was gesehen. Ja, ich auch. Ein Gegner ist ein Mensch auf jeden Fall. Yo! Ein Hit. Ich habe ihn auch getroffen, hat gleich zwei gefressen. Dürfte der nicht mehr so viel haben. Nö, nö, der ist komplett runter. Er trinkt sich jetzt natürlich wieder hoch, aber... Sollen wir mal Richtung Zone? Also die haben jetzt natürlich... Ja, die haben jetzt natürlich eine geile Position. Ich denke mal, das wären zwei Spieler gewesen sein. Ja gut, aber das nützt ihm ja nichts oder denen da oben. Nee. Die wissen ja die Zone. Obwohl, ja, ja, klar. Wo die sind in der Zone, oder? Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich sehe das gerade nicht so gut. Kreuzung hier vorne ist Zone mit... Der Berg könnte noch mit drin sein. Ja. Stehen wieder bereit. Ein Hit. Ja, ein Asser auf jeden Fall dabei. Ja. Ah, knapp daneben. Auch ein Hit auf den Hunter. Die letzten beiden wahrscheinlich. Ja. Gehen weiter. Ja, die kommen jetzt so ein bisschen in meine Richtung. Okay, okay. Da hat mich leider getroffen mit dem Scheißbogen. Fick you. Sind die denn? Richtung von mir aus Südosten, oben am Baum. Ja, ein Treffer Assassin. Hat aber auch wieder Panzerung. Ein Headhunter. Ja. Er rennt nach links weg. Der Assassin steht da hinterm Baum. Scheiße, in den Baum geschossen. Treffer Assassin, rot. Ja, Hunter, die gehen in die Zone. Assassin haut ab, ja. Ich geh jetzt auch rein. Jetzt mit der Hunter ist abgehauen, ja. Bin jetzt hier unten am Baum. Die rennen weiter. Alles gut. Ist jetzt unten 210 von mir aus. Ja, Assassin ist noch oben. Assassin ist noch oben. Der Hunter ist unten 210. Hunter ist über mir. Über dir? Müsste über mir sein, oben auf dem Hügel. Er ist über mir, der ist hier an der Seite bei mir. Komm ran. Huhn? Oh, nice. Ja, ich komme von der Seite. Ich hol mir das Huhn. Ist down. Da kommt der angecharged über uns. Ist unsichtbar, ist unsichtbar. Geh weg, der ist lange unsichtbar. Ja. Fick mal da! Oh, yes! Mein Gott. Okay. Ja, es ist leider eine todlangweilige Runde. Es ist halt einfach eine Challenge. Wir haben sie gemacht, aber man ist halt doch relativ stark eingeschränkt. Zumindest wir. Wir sind halt nun mal keine Pro-Noopsies. Joshi, möchtest du noch was sagen? Nee, dem kann ich mich nur anschließen. Also, ich hoffe, es ist nicht zu langweilig, das Ganze rumgereite bis zu den ersten Kisten. Aber der letzte Kampf, da war ja dann doch noch etwas taktisch, einige gute Treffer gelandet. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Und wir werden auf jeden Fall die nächsten Challenges etwas actionreicher gestalten. Dementsprechend hoffen wir auf einen lustigen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo oder auch einen Daumen hoch. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.